Grüß dich, Verflochten. Ich denke, das ist eine gute Metapher und ein Wort, das uns Liebe und gleichzeitig das Evangelium heute gut erklärt. Weil so wie in der Liebe wir uns einander geben können, so wie manchmal das in der Natur man sieht, wenn die zwei Bäume miteinander unten oder oben irgendwie sich so weit verflechten, dass es unmöglich erscheint, diese nochmal zu zertrennen. Und so wir in der Liebe sehr oft so uns sehr stark, wenn wir in eine tiefe Beziehung reingehen, uns selber, unsere Hoffnungen, unsere Liebe, unsere Emotionen, unseres Alles dem anderen geben und das von dem anderen erhalten. Und das ist extrem wichtig. Und jetzt in dem Evangelium heute, Jesus erinnert uns an die Wichtigkeit dieser Beziehung. In der Bibel sehr oft wurde diese Beziehung verglichen mit der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und so wieder die Beziehung zwischen dem und Gott und dem Menschen, wie er wunderschön auf einem Gemälde dargestellt ist, verflochten sind in dem Sinne, dass die beiden Seiten sich einander geben. Und ich denke, dass es dieser Text heute über die Untrennlichkeit der Ehe ist viel mehr, nicht über das Einfache, es ist verboten und nicht verboten, und viel mehr über, dass wir uns das vorstellen, wie wichtig diese Art der Beziehung ist, wie wichtig es ist und wie eine große Opportunität, die Liebe zu Gott noch besser zu verstehen. Und ich denke, Jesus möchte uns auch warnen, das nicht zu leicht zu verstehen. Leicht wäre eine Beziehung, in der wir uns sehr streng separieren und nicht riskieren. Aber die Beziehung zwischen Gott und Menschen ist ganz anders. Gott hat gedacht, ganzes Leben auf die Welt, auf die Schale zu legen. Der hat sein Leben gegeben. Und auch der Mensch sehr oft, um die Beziehung mit Gott zu pflegen, ist bereit, viel aufzugeben. Manchmal sogar Leben. Und deswegen sagt uns Jesus, du hast diese Opportunität, Gelegenheit. Handel, es soll sich für dich so um so eine große Tatsache handeln, wie deine Beziehung mit mir. Und mach alles, was bei dir möglich ist, um diese aufrechtzuerhalten. So verstehe ich es. Und du? Danke.